So, meine Freunde, und damit willkommen zurück. Weiter geht's mit Settlement Survival. Aber ich glaube, dadurch, dass wir ja gerade die Pause gemacht haben, bin ich echt überlegen, ob wir nicht hingehen und das hier mal ein bisschen alles sortieren, dass das mal alles hier irgendwie... Was ist denn sein Problem? Mangelt es an Rohstoffen? Der hat genug im Lager liegen. Und, oh mein Gott. Habe ich noch Obdachlose? 14 Obdachlose habe ich noch. Eieiei. Ich glaube, wir sollten noch ein paar Häuserchen bauen, ne? Da ist das Kesselhaus. Die Straße müssen wir abreißen. So. Kesselhaus geht da auch. Das funktioniert. Ach, dann haben wir ja soweit alles, ne? Da fehlt Sand. Ja, Sand ist echt ein Problem hier, ne? Könnten wir eigentlich noch eine zweite Sandgrube bauen. Wobei, haben wir nicht schon drei? Und Kräuter werden auch knapp, ne? Durch die Seife. Müssten wir vielleicht auch noch ein paar bauen. Da haben wir noch genug Felder. Da ist... Die haben wir. Also die sind im Moment... Wobei, die sind... Im Moment sind die tot, irgendwie, ne? Dadurch, dass da nichts wächst, ist das halt... Passiert da auch nicht viel. Da haben wir noch ein Kesselhaus. Friedhöfe. Wen haben... Ach, da ist ja die... Ja. Die laufen auch. Der Kohlebestand wird auch ziemlich knapp. Da gehen wir auf... Eisenerz müssen wir da gehen. Der ist gleich auch fertig, ne? Der ist gleich auch leer. Der ist gleich auch leer. Und wir wollten ja die Häuser hier, die wollten wir ja noch wegmachen. Damit das nämlich hier... Wobei, wenn wir die Reihe hier wegreißen... Hier dran setzen, funktioniert das mit dem Kesselhaus? Das ist eine Jagdhütte, ne? Ja. Da haben wir Kesselhaus. Und wo haben wir noch eins? Das ist die Kirche. Da haben wir noch eins, ne? Das heißt, wir könnten die Reihe rausnehmen. Setzen wir die nämlich hier hin. So, da würde auch noch funktionieren. Das ist sehr gut. Dann können wir die rausreißen, da aufbauen. Da müssen wir abreißen. So, damit wir da eine Brücke drüber kriegen. So, bauen wir da noch eine Brücke drüber, dann können wir die abreißen, die 6 Häuser. Und können die nämlich hier neu aufbauen. So. Dann können wir die nämlich neu aufbauen. Hast du denn Marktplatz? Ist da. Der nächste ist da. Das heißt, wir könnten hier eigentlich auch noch einen reinsetzen.
haben wir einen kleinen Marktplatz. Müsste ich eigentlich da dann reinsetzen, ne? Wenn wir den da reinsetzen. So. So, du könntest hier nämlich noch bauen. Zur Not wirklich noch ein Kesselhaus reinbauen. Haben wir 11 Obdachlose. Die frieren sich in Püppis ab. Wieso auch immer. Weil wegen, keine Ahnung. Kesselhaus. Ich glaube, das hat auch viel mit dem Dings zu tun, ne? Den können wir doch auch abreißen. Den reißen wir ab. Dann bauen wir hier mal so ein Umschlagdinge hin. Der hat Kohle, ne? Der noch nicht. Brennstoffe werden knapp. Wir haben ja auch nichts anderes erwartet. Und die geben doch eigentlich... Die geben beides, noch Holz und Dings. Reiß die ab. Wobei könnten wir eigentlich auch neue Felder hinbauen. Was habe ich? 10 Obdachlose habe ich jetzt. 10 Obdachlose, das Kesselhaus, das. Das heißt, wir könnten da noch schnell... So, 8 Häuser reicht. Dann bauen wir da noch. Ein Umschlagplatz hin. So. Dann ist der nämlich da auch in der Nähe. Wunderbar. Wir könnten hier dann noch hingehen und Seife oder so anbauen. Da packen wir einen rein, der baut Seife aus Bienenwachs oder aus Fett. Aus Bienenwachs. Bienenwachs müssen wir genug haben. 48. Fett. Ja, nimm Fett. Nimm Fett. So. Da machen wir Aluhol. Machen wir auch noch eine Straße rein. So. Da fehlt Glas, aber da kommt gleich, weil das haben wir ja oben. Das haben wir hier oben. Blaupausen braucht man nicht. Dekorationen. Lagerfeuer. Brauchen wir ein Lagerfeuer? Schmelzwerk. Brauchen wir auch nicht, ne? Handkarren. Karawane auch nicht. Hinweistafel ist auch schön. Bauen wir da hin. So. Papier. Ja, danke. Dann reißen wir es ab. Oh. Das. Die pausiert. Ach, da fehlt der Lampenöl. Ja, genau. Da fehlt der Lampenöl.
Fett Kotelett. Das, das. Da fehlt der Mais. Die ist auch leer. Da fehlt Kohle. Da geht die Kohle zur Neige. Wir müssen Kräuter anbauen. Wir müssen noch eine Reihe Kräuter anbauen, aber das können wir hier machen. Gärtnerei, Gärtnerei. Der passt da nicht rein, ne? Der passt da nicht rein. 1, 2, 5. Ah, blöd jetzt. Was ist denn, wenn ich hier hinbaue? Da 2 Gärtner rein, kriege ich da auch noch eine rein. Dann müsste ich da die Straße abreißen, ne? Auch blöd. Da wird gelagert, sehr schön. Da können wir da noch einen zweiten reinbauen. So. 7 Obdachlose habe ich jetzt noch. Wo ist das Heizwerk? Da. Da kommt er hin. Hier war keins mehr, ne? Das heißt, ich müsste hier eigentlich hingehen. Und auch noch ein Heizwerk hinbauen. Wo ist das Kesselwerk? Da. Würde auch passen. Bauen wir es dahin. Kommt doch gleich wieder ein Schiff, oder nicht? Und dann müsste man auch. Das hier sieht doch sehr gut aus. Was haben wir hier? Sandsturm zerstört alle Gebäude und Bäume in seinem Weg und reißt Menschen und. Oh, schon wieder? Ist es wieder soweit? Ja? Hat man jetzt ein paar Jahre Ruhe? Ah, wunderbar. Das ist doch fantastisch, ist das. Nee. Produktionslimit 500. Da gehen wir auf Kräuter. Und setzen die Hake da drauf. So. Das geht nicht. Dann gehen wir da auch auf Kräuter. Setzen da auch die Hake drauf. So. Den könnte man hier eigentlich auch rausreißen, ne? Polizei. Da, dann hast du da noch eine. Da, aber hier unten hast du keine. Das heißt, ich müsste hier eigentlich auch hingehen. Hier auch noch eine reinbauen, ne? Wenn du da eine hast, dann kommt da noch eine. Ja. Ist nur die kleine Ecke hier, aber das ist halt. Hier ist nur mal so. Wir könnten hier noch. Das ist 17, ne?
machen wir nämlich da auch noch Pute rein, damit er hier nicht ganz umsonst arbeitet. Erz haben wir, Lehm. Wir haben keinen Sand, ne? Uns geht echt der Sand aus. So, bauen wir da noch ein paar Häuser hin. Da ist ein Badehaus. Die gehen auch wieder hoch, sehr schön. Tabak, Tabak, Tabak. Haben wir auch. Die Abstände werden immer kürzer. Sandsturm, Feuer. Wir bauen aber jetzt hier noch eine Sandgrube, würde ich hier gerne hinbauen. Sand, 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 Sand. Apropos, wir hatten doch hier hinten. Ach, kannst du auch nur Fisch. Ach so. Da kannst du auch noch Fisch. Ich wollte eine Sandgrube bauen, ne? Ich wollte noch eine Sandgrube bauen. Sägewerk, Sägewerk, Wassersägewerk, Mauerwerk, Schmiedepfort, das, 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 Schmelzwerk, Metzger. Ja, wo ist sie denn? Ja, wo haben wir sie denn? Ist sie doch. Da ist sie doch. Passt die da hin? Oder kann man die da hinbauen? Da geht auch nicht. Würde gehen. Aber ich will den Platz halt nicht da jetzt sinnlos wegnehmen, weil ich da könnte ich ja eigentlich auch was anderes hinsetzen, ne? So wie hier könnte ich jetzt oder da. Da geht auch nicht. Habe ich hier keinen Platz mehr für. Da konnte ich sie hinsetzen. Und da konnte ich auch noch eine hinsetzen. Also das würde funktionieren. Das Problem ist halt nur die Kohle, ne? So einen riesengroßen Baum hatten wir auch lange nicht mehr. Ein Bürger friert. Lass ihn frieren. Lass ihn frieren. Brennstoffe, Brennstoffe. Da wird alles soweit fertig gemacht. Kohle, ne? Der Kohlebestand geht echt zu Neige hier.
Krieg ich nicht rein, krieg ich nicht, oder? Ne, da krieg ich ihn nicht mal rein. Da krieg ich ihn nicht mehr rein. Was haben wir denn hier? Ach, die Futterstation. Da fehlt Pute. Könnte ich hier auf Rind gehen? Gehen wir da auf Rindfleisch. Weil hier ist ja direkt, ne? Also müsste das ja eigentlich funktionieren. Müsste ja eigentlich funktionieren. Da haben wir Alpaka. Sieht doch soweit ganz gut aus. Ich habe ein paar Burger, die frieren, aber auch nicht weit so schlimm, weil ich genug habe. Daunenjacken sind da, aber nicht hier, ne? Grobe Kleidung. Das sieht doch ganz gut aus hier. Guck mal, gehandelte Waren. Tabak. Das heißt, ich könnte den Tabak auf 4000 hochdrücken. Maulband haben wir jetzt auch. Maulbeeren haben wir jetzt auch. Wo haben wir die denn?